Willkommen zurück, Leute, zu Pokémon Leaf Green und der Nuzlocke Challenge. Genau. So, eigentlich dürfte ich jetzt an ihm vorbeikommen. Oh, dieser Tee. Er riecht so lecker. Hä? Ich kann ihn haben? Wow, das ist nett, danke. Ah. Falls du nach Safronia City möchtest, dann darf es passieren. Ich teile den Tee mit den anderen Wächtern. Ja, wir können jetzt endlich überall her nach Safron. Oh! Ich habe gar nicht damit gerechnet, hier hinzukommen gerade. Leute, ich bin jetzt gerade, Entschuldigung, ein wenig verwirrt. Karte, okay. Was ist denn das hier? Safronia und da, ach, Lavandia. Okay, ich will eigentlich dahin. Aber gut. Ich hätte durch den Tunnel gemusst. Ist das hier das mit der Silfco? Ist es das? Ja, hier sind auch überall die Rocket-Lümmels und... Wisst ihr was? Wir gehen hier einfach schnell durch und tun so, als hätten wir das hier noch gar nicht gesehen. Ich weiß es nämlich nicht, ob ich das hier schon sehen sollte oder nicht oder wie auch immer. Also ich denke schon, aber trotzdem bin ich der Meinung, ich muss jetzt in den Pokémon-Turm. Ich denke das einfach mal und deswegen machen wir das jetzt auch. Außerdem haben wir den Pokémon-Turm sowieso schon mal fast geschafft. Eben einmal die Pokémons überprüfen. Der Wollo. Der wird große. Ja, der kann alles da platt machen, aber. Wenn ich ein Pokémon tatsächlich hier fangen möchte, ist das doch doof. So, das erste, was wir sehen, werden wir kriegen. Leider Gottes. Ach, hier geht's ja noch gar nicht los mit den Kämpfen und so. Das kommt ja erst da oben im Nebel. Oh oh. So, der Pokémon-Turm, Leute. Gruselig, gruselig. Das sind alles Gräber. Von Pokémons. Ja, Leute, die verrückt sind und ihre Pokémon sogar beerdigen. Ja, es gibt ja auch Hundefriedhofe und so. Oder generell Haustierfriedhofe. Ich weiß das nicht, weil ich nie ein Haustier hatte. Und auch kein Hund. Und ja, ich weiß auch nicht, ob man wirklich einen Hund richtig auf dem Friedhof beerdigen muss. Naja. Ich habe da einfach nicht so den Bezug zu, wie andere. So, das ist jetzt unsere Gelegenheit, ein Pokémon zu fangen. Und es wird ein Nebulak sein. Oh mein Gott. Ja, ich bin jetzt natürlich ein wenig in der Angst, dass ich dieses Pokémon töten könnte. Aus diesem Grund versuchen wir einfach mal direkt einen Superball zu werfen. Und werden sehen, dass das nicht klappt. Oder? Ja, natürlich klappt das nicht. Ey, der tut sich, glaube ich, selber weh, oder? Kann das sein? Nein! Oh mein, nein, 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 nein. Boah, ey, Leute. Superball, Superball, jetzt. Jetzt ist die Chance. Also bitte, 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 fang. Fang ihn, fang ihn, fang ihn, fang ihn. Ja! Ja, ich freue mich. Ein Nebulak. Das ist geil. Dieses nahezu unsichtbare Pokémon hüllt den Gegner unbemerkt ein und versetzt ihn in Tiefschlaf. Möchtest du dem Nebulak einen Spitznamen geben? Yo, möchte ich. Und zwar wird das hier, ich hoffe, ich schreibe dich richtig. Mit 2S? Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt einfach mal mit 2S, dann passt der Rest doch nicht mehr. Rox, du heißt jetzt hier Crossella, ja. Weißt Bescheid. Alles klar. So, ich glaube, hier können wir uns heilen. Schutz. Ich wurde geheilt. So, dann können wir jetzt auch Schutz einsetzen. Dass wir gar nicht mehr großartig von anderen Pokémon genervt werden. Schutz. 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 Ein einfaches Pokémon-Träger, das kann wilde Pokémon abhalten. Wenn der Träger an erster Stelle. Hey. Eigentlich, dafür ist jetzt keine Zeit. Was? Wo ist denn hier Schutz, Mann? Ich hab doch Schutz. Erzähl mir doch nicht, dass ich... Ich hab was? Bin ich blind? Keine Ahnung. Na gut, dann kann ich jetzt mein Schutzband einsetzen. Ey, das ist jetzt was, was, warum nicht? Das ist doch Blödsinn. Na egal. Ja. Dann machen wir es auf anderen Weg. Ja, Leute, das spule ich jetzt ein bisschen, weil da
dauert immer so lange, bis das erscheint und so. Das ist einfach doof. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Hatte ich nicht irgendwas erzählt? Keine Ahnung. Ich bin froh, ich habe ein Geist-Pokémon. Geister-Pokémon sind cool. Ja, Geister-Pokémon sind cool. Vor allen Dingen Nebulak. Wann ich das Ganze jetzt auch trainieren werde, weiß ich noch nicht. Verschwindet, Eindringlinge. Geister und ob das wahrscheinlich ein Apollo. Was? Knogger? Auf Level 30? Na gut, Wollo. Dann hau mal rein. Auf Level 30 ist ja schon nicht schlecht. Nochmal rein. Nochmal. Ach du Scheiße, wie oft geht das? Zweimal getroffen. Das geht öfter? Oh oh. Und die Aquaknarre wird ihn nicht erledigen. Das ist mal sicher. Kopfnuss. Okay. Ja. Aquaknarre, meine Güte, was soll's denn? Reicht das vielleicht Erfahrungspunkte technisch? Ich denke eher nicht. Natürlich geil, wenn wir jetzt Level 36 wären. Na, nie im Leben. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Oh, ist das schön? Ich weiß nicht. Boah, Leute, Rockets. Was? Ey, Rockets sind hier. Was haben denn Rockets da zu suchen? Na, dann gönnen wir uns doch einen Supertrank vorher, oder? Boah, Shellock, Shellock. Gut. Okay, was sollen die denn machen? Was sollen die denn machen? Ich sag jetzt erstmal, dass es sowieso darauf hinausläuft, dass Houndoom die platt machen muss, da sie alle Gift-Pokémon haben. Ja. Was willst du? Warum bist du hier? Was mich gerade so ein bisschen stört, ist, ich weiß nicht, wie viele das sind. Und das Pokémon-Center zu latschen und hier wieder zurück zu latschen, wäre blöd. Alle so ein hohes Level, ey. Wahnsinn. Naja, vielleicht ganz geil. Vielleicht hätte ich doch erst in Prismania City machen sollen. Das Level kommt mir doch verdächtig hoch vor von den Gegnern hier. Ah, naja. Nein, wir bleiben dabei. Ich habe genügend starke Pokémon, um das hier zu lösen. Das ist gar kein Problem. Hauptsache, mein Nebulak bleibt da schön hinten und ruht sich aus. Ja, ich möchte ihn ungern kämpfen lassen. Golbat. Auch Golbat kann mir nichts, verdammt. Nein, bringt nur ein bisschen mehr Punkte. Das ist schon cool. Das ist cool. Ach ja, ich überlege gerade eine scheiß gruselige Geschichte zu erzählen, aber ich lasse es. Nein, ich weiß nicht, ey. Darf man das? Darf man das denn? Ich denke, man darf das. Aber damit mache ich mir nur selber Angst. Das ist das Blöde. Ich bin ja empfindlich. Ich kann mir ganz leicht selber Angst machen. Das werde ich dir nie verzeihen. Ich muss eigentlich nur an diese Geschichte denken. Ah, okay, so viel ist es nicht. Und schon habe ich Angst. Da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Ich quäle sie gerne. Ne, echt jetzt mal. So, ich jetzt schon so ein bisschen so läuft Schau über den Rücken, ey. Uah. Schrecklich. So, Houndoom. Die Pokémon werden schon stärker. Aber auch das gar kein Problem für Houndoom. Paralysiert, bam. Ich wette, es kann trotzdem angreifen. Lauf, lauf, lauf. Ja, man sollte nie eine Wette eingehen. Dum-dum-dum. Was man auch mal tun könnte, wäre noch andere Spiele irgendwie mit einer Challenge spielen. So wie zum Beispiel, man darf nicht sterben oder so. In irgendeinem Mario-Spiel oder was weiß ich. Nur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann durchkomme? Ja, das ist wieder die andere Sache dann. Ich überlege eventuell, man könnte ja zum Beispiel Super Mario 3D Land zu versuchen, ohne zu sterben oder so. Das wäre noch ein Mario-Spiel, wo ich denken könnte, das könnte gehen. Vielleicht. Pokémon sind nur zum Geldverdienen gut. Halte dich aus unseren Angelegenheiten heraus. Ja, deswegen spiele ich das Spiel doch auch, nur um Geld zu verdienen. Ja, ja, ja. So, du wirst niemanden retten hier, Freundchen. Geh weg. Super. Ihr seid so einfallsreich. Und ich auch, mit meinen Attacken dagegen. Body Slam kann nur 10-mal. Ja, komm, dann die Steinhagel halt. Ja.
Mal das Pokémon mal wechseln. Ne, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Ah, ich weiß nicht, was der Typ da hinten hat. Was ist das Blöde, ey? Ich will nicht, dass meine ganzen Attacken dann weg sind. Das wäre echt scheiße. Was kommt denn da jetzt noch? Wie viele denn noch? Radfratz, ey. Komm, Radfratz kann doch... Ey, ich hab A gedrückt. Mann, ich wollte doch wechseln. Machen wir mal Schaufler, aber wenn ich Schaufler echt benutze, ne? Das dauert zu lange. Ja, das ist nicht so, dass es mir dann keinen Spaß mehr macht, aber das sind so Sachen, diese Animation, die kann man ja auch ausstellen, aber ausstellen ist auch ein bisschen doof, ne? Aber das dauert so ewig und endlos und... Leg dich nicht mit dem Team Rocket an! Warum nicht? Ihr seid doch alle gar keine Herausforderung. Du wirst nicht ungestraft davon kommen. Ich glaube, das ist gar kein Gegner, oder? Mr. Fuji. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Trakossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knoggers sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuß dieses Turmes. Hat mir jemand gesagt, dass der da war? Das kann sein, ne? Chris, du kannst deine Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Oh, die Pokéflöte. Pokéflöte in Basis. Die schlafenden Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Damit können wir endlich das Relaxor wecken, Leute. Ist nur die Frage, wann tun wir das? Tun wir das jetzt? Und wo war dieses Relaxo? Wo war dieses Relaxo? Wo war dieses Relaxo? Wo war es denn? Wo war es denn? Wo war es denn? Hier bestimmt nicht, oder? Nein. Wo geht's denn hier hin? Bin ich hier schon mal hingegangen? Ne, egal. Das lassen wir auch erstmal. Das ist Blödsinn. Ich glaube, wir müssen jetzt als nächstes nach Safronia. Oder? Wenn wir das wüssten, hier in diesem Ding gibt es einen Vulpix. Ja. Ach, und in Prismania kriege ich, glaube ich, auch noch einen Evoli. Aber wo? Wo denn? Ich meinte, das war... Oder war das hier? Ah, das finden wir alles noch raus, Leute. Aber das finden wir alles erst im nächsten Part heraus. Bis dann und ciao.